Nach der geplatzten Hochzeit hat Chico kurzerhand Diego eingeladen, mit ihm seine Flitterwochen in Las Vegas zu verbringen. Am 26. Oktober, Folge 2229 online schon verfügbar, schlägt Chico nun wieder in der WG auf, aber allein. Er habe sich in Las Vegas entschieden, es nochmal mit Lori zu versuchen. Doch seine Ex-Verlobte hat sich schnell getröstet und ist bereits wieder in festen Händen. Als sein Cousin Diego sich in Las Vegas auch noch verliebt hat, habe sich Chico wie das fünfte Rad am Wagen gefühlt und allein die Rückreise angetreten. Bleibt Diego jetzt da, oder was? Fragt Jan erstaunt nach. Ja, scheint so, lautet Chicos Antwort. Liebesglück in der Stadt, die niemals schläft, endet so also der Diego-Handlungsstrang? David Ortega war schon in der ersten Folge, Köln 50.667 dabei. Nach einer längeren Pause gehörte er seit 2016 wieder zum Hauptcast der Serie, bis jetzt. Vor dem Hintergrund, dass es am Set wohl Ärger mit Soap-Kollegen Danny Liedtke gab, wie Ortega in den letzten Wochen auf seinem Instagram-Kanal immer wieder schilderte, wäre ein Ausstieg vorstellbar. Bislang hat der TV-Darsteller aber kein Statement dazu abgegeben. Die Verwandtschaft übernimmt. Diegos Cousin Chico, der erst seit kurzem überhaupt wieder eine Rolle bei Köln 50.667 spielt, bleibt der Serie allem Anschein nach länger erhalten. Er genießt es, zurück in der Stadt zu sein und will sich für die nächste Zeit ein Zimmer suchen. Auch auf ein Wiedersehen mit Leonie dürfen sich Soap-Fans in dieser Folge freuen. Nach ihrer Italienauszeit stürzt sie sich wieder in den Tanzcontest und in die Liebelei mit Nico.